Endlich ist wieder der Tag gekommen, wo wir die Spoiler haben. Die Spoiler zum One Piece Kapitel 1047. Wo Kaido endlich eine Sache über Gold Roger enthüllt, die ich schon so lange enthüllt haben wollte. Der Kampf in Gear 5 gegen Kaido geht auch voll in Gange weiter. Und es passiert eine Sache, mit der ich 0% jetzt mehr gerechnet hatte. Deswegen, abonniert den Kanal, um nicht zu verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch natürlich, wie immer, viel Spaß. One Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Also das Kapitel 1047 trägt den Titel Der Himmel über der Blumenhauptstadt, beziehungsweise über der Hauptstadt. Und genau da spielt sich das Ganze auch ab. Denn Onigashima ist mehr oder weniger schon vor der Blumenhauptstadt. Und bevor wir jetzt anfangen, nächste Woche ist Pause, das schon mal vorweg gesagt. Nicht weil Oda sich wieder zurücklehnt oder weil er mal Pause braucht, sondern weil Golden Week in Japan ist. Das bedeutet wiederum, das steht ja auch in den Spoilern, es könnte sein, dass wir trotzdem nächste Woche die Spoiler kriegen und sonstiges. Also wir kriegen jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen ein Kapitel. Es könnte aber schon sein, dass wir das auch schon nächste Woche irgendwie geleakt bekommen. Ansonsten abwarten. Wie es aussieht, kriegen wir keine Color Page. Das bedeutet, wir wissen immer noch nicht, wer diese zwei Gestalten links und rechts waren auf der Color Page auf Whole Cake Island. Denn Oda gönnt uns hier ein Color Spread. Ein riesiges Bild wieder mit den Strohhüten, die an einem Strand chillen, mit Momo als Drache. Also da bin ich echt gespannt. Er hält extra noch diese menschliche, erwachsene Form von Momo zurück. Da bin ich auch noch gehypt drauf. Die kriegen wir in diesem Kapitel auch nicht. Ich lese die Spoiler jetzt chronologisch von Anfang bis Ende vor, so wie ich sie habe. Ich weiß nicht, ob das auch von Anfang bis Ende so perfekt geschrieben ist, denn es fängt wohl erstmal an mit einem Flashback im Odenschloss. Damals ist das Schloss ja abgebrannt und Toki hat dort noch die Schwertscheiden in die Zukunft geschickt und dort setzt das Ganze wohl an, dieser Flashback. Wo Momo sich dazu entscheidet, in die Zukunft zu schicken, beziehungsweise in die Zukunft geschickt zu werden von seiner Mutter. So steht's hier. Frag mich nur, was für eine Relevanz diese Szene jetzt oder was soll die jetzt noch bringen so? Ich denke da natürlich wieder schon irgendwie an Toki, an diese Kraft von Toki, die Zeitfrucht, ob die jetzt irgendwie noch eine Rolle ums große Ganze hier spielt am Ende. Weil eine so wichtige Frucht, die es ja auch Jahrhunderte nicht gab in der One Piece Welt, einzuführen in so einem Flashback und jetzt nie wieder aufzugreifen, das ist nicht Oda-typisch. Deswegen könnte es noch gut sein, dass Toki, die ja eigentlich gestorben ist, aber zumindest die Zeitfrucht nochmal jetzt hier aufgegriffen wird und irgendwie im Umlauf ist, benutzt wird oder irgendetwas. Das würde ich zumindest feiern. So, Ruffy ist noch in Gear 5 und kämpft gegen Kaido und er benutzt eine Attacke. Und ich weiß nicht, ob es die Attacke ist vom letzten Mal, die wir gesehen haben mit dem Blitz. Denn die heißt hier Gomu Gomu no Thunder. Das ist wahrscheinlich der gegriffene Blitz aus der Luft, den er auf ihn schmeißt. Und da will ich natürlich die Ausmaße sehen. Wie hat das Kaido jetzt zu schaffen gemacht? Hat es Kaido überhaupt zu schaffen gemacht? Ich glaube nämlich schon wieder nicht richtig. Also es war ein überkrasser Angriff und sah vor allen Dingen ziemlich heftig episch aus, aber Kaido redet danach schon wieder über Roger zu Ruffy wohl irgendwie. Er sieht wohl jetzt auch Roger in Ruffy, ich weiß es nicht ganz genau, aber er confirmt endlich nach all den Jahren, nach Jahrzehnten gefühlt, Leute, wie lange gibt es schon diese Theorie bzw. diese Gedanken in der One Piece Community, dass Gold Roger eine Frucht hat bzw. die Gum Gum Frucht hatte, jetzt neuerdings die mystische Zoan, die Nika Frucht von Ruffy. Viele denken immer noch, es besteht die Möglichkeit, dass Roger diese Frucht hatte und jetzt wird von Kaido gesagt, confirmed, er war ja auch im Kampf dabei, wo Roger mitgab im Tag-Team gegen Rocks und die Rocks-Piraten, wo ja Kaido auch dabei war, gekämpft haben. Und er confirmt hier, Roger hatte gar keine Teufelsfrucht. Er war kein Teufelsfruchtnutzer. Und Kaido sagt hier auch, dass diese Fähigkeiten, allgemein jetzt, ich weiß nicht, ob er sich allgemein auf Teufelsfruchtfähigkeiten bezieht oder auf diese von Ruffy jetzt, dass diese nicht wichtig sind, um die Welt zu regieren. Die braucht man nicht. Und ich glaube, er meint damit allgemein Teufelsfrüchte. Man braucht allgemein überhaupt keine Teufelsfrucht, um die Welt zu regieren. Das finde ich krass, dass er das hier raushaut, weil er ist ja selber ein harter Zoan-Teufelsfruchtenvertreter, kann man fast schon sagen, der sogar eigene Teufelsfrüchte herstellt und sowas, dann sowas zu sagen, auch gerade als einer der stärksten Zoan-Nutzer, wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe in seiner Drachenform und so, ist schon ziemlich krass. Und ich glaube, er sagt es deshalb, weil er nämlich diese Leute kämpfen sehen hat. Er hat Garp, Roger und vielleicht auch Sebek. Bei Sebek wissen wir es noch nicht genau, ob er eine Frucht hat oder nicht, aber bei Garp und Roger sind wir uns ja schon ziemlich sicher. Bei Roger jetzt eigentlich zu 100%, obwohl man 100% bei Oda nie sagen sollte, aber Kaido hat halt gesehen, was die krassesten Leute der krassesten Ära angerichtet haben ohne eine Frucht. Und ich glaube, deswegen sagt er diesen Satz hier auch mit vollster Sicherheit. Aber er sagt diesen Satz halt höchstwahrscheinlich nach diesem Angriff, nach diesem Gomu Gomu no Thunder. Auch funny, dass Ruffy nicht mal irgendwie etwas auffällt. So. Also es ist zwar schwer für ihn natürlich zu checken, dass er jetzt ein Zoan-Nutzer ist und so, aber Kaido selbst hat das ja schon gecheckt ein bisschen in dem Kampf, dass Ruffys Frucht auf jeden Fall nicht diese ganz normale Gummifrucht ist. Aber Ruffy haut hier immer noch Gomu Gomu no raus. So, und jetzt kommt das Unerwartete, was ich wirklich nicht gedacht habe, dass das jetzt nochmal passiert. Ich habe gedacht, wir sind befreit. Ich dachte, wir sind erlöst endlich von diesem Fluch. Und dieser Fluch heißt Orochi. Orochi lebt noch, Leute. Wer hätte
hat er das gedacht? Also wirklich, es ist doch unglaublich. Da will man fast schon selber in den Manga rein und ihn umbringen. Aber passt auf, Orochi brennt. Er wurde ja angezündet von dem letzten kleinen Fünkchen, von dem Kazenbu-Würmchen von Kanjuro, den er gezeichnet hatte, beziehungsweise kreiert hatte mit seiner Frucht. Wurde er ja angezündet vor Hiyori. Und er verliert, angezündet, während er schreit höchstwahrscheinlich, seine Seesteinhandschellen, beziehungsweise diese Seesteinnägel, die er in sich hatte, so dass er sich ja nicht mehr verwandeln konnte. Die gehen irgendwie raus. Ob die rausgebrannt werden oder sonstiges, weiß man nicht, aber er verwandelt sich. Er verwandelt sich zu dieser mehrköpfigen Hydra-Schlange. Er ist ja auch ein Zoan-Nutzer. Ich bin gespannt, wie seine Regeneration ist, ob die jetzt überkrass ist, ob es da eine erwachte Form von gibt und ob er sie vielleicht schon hat und jetzt vielleicht noch wirklich zu einem Problem wird, irgendwie für die Umgebung, für ihn selbst, für Hiyori, wer weiß. Er verwandelt sich hier auf jeden Fall brennend zu dieser riesigen Hydra-Gestalt. Also das Problem Orochi ist immer noch nicht weg vom Fenster und ich denke, das wird sich jetzt nochmal natürlich mindestens ein Chapter um diese ganze Thematik drehen, dass er jetzt wirklich irgendwie seinen letzten Schlag kriegt. Eigentlich müsste er mit Onigashima als letzter untergehen oder irgendwie sowas muss auf jeden Fall passieren, weil das geht langsam nicht mehr. Ich will Orochi nicht mehr sehen. Wer hat noch Bock auf Orochi, wirklich? Oder hat es eigentlich geschafft, sind wir mal ehrlich, einen richtigen nervigen Scheißcharakter zu kreieren, den man einfach nur hasst als Antagonist, als Charakter und auch einfach keinen Bock mehr auf ihn hat. So, ich weiß nicht, ob Oda genau das machen wollte, weil genau das hat er bei mir eigentlich hervorgerufen. So, das Kapitel endet aber nicht mit dieser Orochi-Thematik, sondern mit Ruffy, der einen riesigen Schlag kreiert, der seine Faust wohl so groß macht mit der Frucht, mit Gear 5, mit dieser Nika-Form, so riesig macht, dass diese Faust größer, und jetzt haltet euch fest, größer als Onigashima ist. Größer als das Schloss von Onigashima. So steht es hier. Ich weiß nicht, ob damit die ganze Insel jetzt gemeint ist oder nur der Totenkopf, dieser riesige. Und er greift mit diesem riesigen Schlag einfach auch Kaido an. Da bin ich echt jetzt gespannt. Wie soll das Ganze sich auswirken auf die Insel? Kann er die Insel damit sogar bewegen vielleicht? Ist das vielleicht jetzt der Schlag, der Kaido so doll zu schaffen macht, dass Onigashima danach im freien Fall ist, weil wie gesagt diese Flammenwolken dann nicht mehr haltbar sind für Kaido. Er hält diese die ganze Zeit ja noch. Am seidenen Faden sozusagen ist Onigashima und das müsste doch jetzt eigentlich mit diesem Riesenschlag vorüber sein. Und dann haben wir das fallende Onigashima. Wir haben Orochi, der immer noch lebt und sich jetzt verwandelt hat. Diesen Riesenschlag von Ruffy. WTF. Also wenn er wirklich so groß ist, danach ist ja wirklich dann Elephant Gun oder beziehungsweise eine Riesenpistole oder sowas, ist ja danach eine Lachnummer eigentlich. Bin echt gespannt auch, wie nach dem Arc Ruffy überhaupt noch andere Techniken anwendet. So, und wie leicht ist es für ihn dann immer wieder seinen Herzschlag in den Rhythmus zu bringen, um in Gear 5 zu gehen. Und was hat es mit dem Flashback im Odenschloss auf sich? Was will Oda damit jetzt noch aufbauen? Also, wieso denn jetzt nochmal so ein Flashback, der eigentlich ja nur was für Momo bringt? Und der Titel, wie gesagt, des Kapitels ist ja auch The Capital Sky, also der Himmel über der Hauptstadt. Ruffy haut den dicken Schlag am Ende gegen Kaido raus. Für mich sieht es wirklich so aus, dass im nächsten Kapitel Onigashima wirklich fällt. Die Flammenwolken sind weg. Onigashima ist wirklich über der Blumenhauptstadt. Und dann heißt es, eine Lösung finden. Entweder für Momo, aber auch für Ruffy eine Lösung zu finden vielleicht. Die Insel abzulenken, wegzulenken von der Blumenhauptstadt. Irgendwie an den Rand zu droppen. Dann ist auch noch die Frage, ob das überhaupt explodiert. Was für eine Gefahr könnte Orochi jetzt noch werden? Auch wenn ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe, überhaupt hier über Orochi noch zu reden. Weil wir hier eigentlich Gear 5 Ruffy gegen Kaido das geschehen haben. Und parallel wird die ganze Zeit wieder dieses scheiß Orochi aus der Tasche gezogen. Deswegen, es heißt noch abwarten, Leute. Aber ich sag's euch, die nächsten Kapitel werden auf jeden Fall geisteskrank. Es ist ja jetzt wirklich alles nur noch spannend, was kommt. Deswegen, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Es waren nicht so viele Spoiler. Die Spoiler, die wir hatten, habe ich jetzt verlinkt. Wenn nochmal irgendwie jetzt neue Spoiler kommen und die überkrass sind, so dass man auf jeden Fall nochmal darüber reden könnte, mache ich noch ein Video. Ansonsten sehen wir uns Freitag bei der Review, Sonntag beim Chapter Stream. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.